Kameratracking oder 3D-Tracking ist das, was du brauchst, wenn du 3D-Modelle oder andere Sachen wie zum Beispiel 3D-Text in bewegte Aufnahmen von dir reinbringen willst. Und wie das in DaVinci Resolve geht, das schauen wir uns heute an. Achtung allerdings, dieses Feature ist nur für die Studio, also für die Bezahlversion. Aber bevor du als Free-Version-Nutzer jetzt abschaltest, wir schauen uns in einem nächsten Video an, wie man gratis Kameratracking durchführen kann in Blender und das nach Fusion importieren kann. Also subscribe for that stuff. Und wir springen direkt in Fusion rein. Auf geht's. Okay, in DaVinci Resolve ist das hier der Clip, den ich tracken möchte. Dazu gehe ich in Fusion, weil hier die Magie passiert, und suche mir mit Shift Space eine Camera Tracker Node raus. So, und die verbinde ich einfach lose mit meinem Media in. Okay. Und wenn ich mir die jetzt anzeigen lasse, sehe ich noch gar nichts, weil ich hier erstmal die Preview-Tracker anzeigen lassen möchte und dann die Minimum Feature Separation runternehme, um mehr Tracking-Data zu bekommen. Und dann siehst du, haben wir hier ganz, ganz viele grüne Punkte, und aus der Verschiebung dieser Trackpunkte errechnet er dann die Kamerabewegung aufgrund des Parallax-Effekts. Parallax ist das, was du siehst, wenn du Bahn fährst oder Auto auf der Autobahn mal rausguckst und der Busch da schneller an dir vorbei ist als der Baum weiter hinten. Yo! Und dann möchte ich noch Bidirectional Tracking aktivieren, weil das wird uns nochmal einen besseren Track-Error geben und damit bessere Daten. Wichtig, bevor du trackst, ist noch alles das, was sich selber in der Szene bewegt und was nicht mitgetrackt werden soll, in eine Maske zu verbinden und diese als Effektmaske zu nutzen. Ich zeige es dir an einem Beispiel. Haben wir so einen Shot wie diesen hier, wo nur Stillleben drin ist, braucht man eigentlich nichts maskieren. Aber haben wir einen Shot wie der hier, wo wir Kamerabewegung und eine gute Dame haben, die tanzt, dann würde ihre Bewegung natürlich ganz, ganz viel Kameradaten in unseren Tracker werfen, die das Ganze dann natürlich verwässern. Und deswegen möchte ich diese Person im Vorhinein masken, damit mein Kameratracker eben diese ganzen Punkte hier nicht mit aufgreift. Das kann ich machen, indem ich mir eine Polygon-Node hier hereinziehe, mir sie anzeigen lasse und einfach unsere Person dabei umfahre und dann auf Invertieren klicken. Somit ist die Person oder die gemaskte Area schwarz und wird nicht vom Tracker erfasst, wenn ich den dann in die Track Mask hier einfüge. Und schon siehst du, kommen meine Tracker-Punkte nicht bei der Person. Die Polygon-Node müsste ich tatsächlich animieren, und deswegen habe ich das im Vorhinein schon gemacht und habe mir hier einen Rotor erstellt. Und das kannst du natürlich ganz easy entweder über die Magic Mask in der Color Page machen oder, wenn du keine Studio-Version hast, über runwayml.com, wo du dir einen kostenlosen Greenscreen-Clip erstellen kannst, den du einfach als Lab Rotor oder Garbage Mask nehmen kannst. Ein Link zu dem Video habe ich dir natürlich oben verlinkt, damit du weißt, wie du es nutzen kannst. Und damit haben wir natürlich einen besseren Tracker, der natürlich nur Trackpunkte dort erfasst, wo wir sie auch wollen. Den Tipp solltest du allerdings nur beachten, wenn du von vornherein weißt, du hast so große bewegte Objekte, dass da auf jeden Fall Trackerpunkte sein werden. Aber jetzt erstmal zurück zum Originalbeispiel. Dann möchte ich auf Autotrack gehen, und jetzt geht er von vorne nach hinten durch und du siehst, unsere Würmchen, ne? Unsere Tracker bekommen jetzt langsam so kleine Fähnchen, und das sind quasi die Bewegungen, die diese Trackpunkte haben. Wichtig für die Tracker ist es immer, dass du sowohl Foreground-Tracker hast als auch Background-Tracker, damit er quasi die Distanz aus dem Parallax errechnen kann. Jetzt ist es fertig, und jetzt möchte ich auf Kamera klicken und unsere Kamera spezifizieren. Du möchtest dir auf jeden Fall aufschreiben, mit was für einer Kamera du den Footage gedreht hast, und mal googeln, wie groß deren Sensor ist. Und natürlich, mit was für einer Focal Length, also Millimeterangabe deines Objektivs, du das Ganze gedreht hast, weil je mehr Daten wir dem ganzen Ding geben, umso akkurater wird der Solve, also der 3D-Kamera-Solve. Und denk dran, auch wenn du mit deinem Handy filmst, in den Datasheets der meisten Hersteller findest du in den Specs auch, wie groß deine Kamera ist. Da ich allerdings nicht weiß, wie groß die Kamera hier ist, stelle ich sie erstmal auf HD und möchte die Focal Length auf 20 nehmen, weil das so die meisten Drohnenaufnahmen sind, so 15 bis 24 mm weit, und das ist ein guter Richtwert. So,
Jetzt möchte ich auf Solve gehen. Aber bevor wir jetzt das Kamerabild errechnen, heißt es Trackdaten clean. Weil, wie alles im Leben, möchtest du falsche Freunde aus deinem Track verbannen. Und falsche Tracker aus deinem Track. Naja, du verstehst schon, was ich meine. Es geht jetzt darum, die Spreu von dem Weizen zu trennen, damit wir dann auch akkurate Resultate erhalten. Und ganz nebenbei hilft dir das Tracker Clean, weniger Zeit im Kamerasolve zu verbringen. Zuallererst mal wollen wir lange Tracker haben. Möglichst lange, ne? Also Dinge, die ganz kurz sind, die wollen wir auf jeden Fall raushauen. Und wir wollen auf jeden Fall auch noch Tracks mit einem hohen Track-Error raushauen. Deswegen geh ganz leicht nach unten mit dem Maximum Track-Error. Und mit dem Maximum Solve-Error willst du auch bei ungefähr 1,5 erstmal beginnen und diese Tracks selektieren. Und die können wir einfach löschen. Je nach Länge deines Clips solltest du um die 1000 bis 7000 Trackpunkte insgesamt haben, damit du auch nicht zu lange auf deine Resultate wartest. Und du kannst jetzt einfach mal auf Solve klicken. Das Kamerasolving dauert meistens ein kleines Stück. So, nach einer kurzen Wartezeit können wir dann mit der Bearbeitung unserer 3D-Szene beginnen. Hey, unser Solve-Error ist unter 1. Das ist schon mal super solide. Also alles, was unter 0,5 ist, ist richtig gut. Dann möchten wir hier auf Export gehen und in unserer 3D-Szenen-Transform von Aligned auf Unaligned klicken. Jetzt haben wir die Möglichkeit, quasi die Ausrichtung unserer 3D-Szene zu bestimmen, indem wir Punkte setzen. Zum Beispiel möchte ich, dass dieser Punkt hier mein Nullpunkt wird und da klicke ich hier bei Origin auf Set Point from Selection. Okay, für unsere Ground Plane wollen wir drei Punkte markieren, die möglichst nah beieinander sind und da nehme ich hier diese Boote, weil die hier gut beieinander liegen. Den möchte ich nicht nehmen, aber das, was hier so auf einer Wellenlänge liegt, das möchte ich nehmen und Set as Selection. Und jetzt können wir das Ganze exportieren. Und damit fropft er uns hier eine 3D-Szene hin. Und die können wir uns anzeigen lassen. Da siehst du schon mal die Ground Plane, die hier ausgerichtet ist, direkt an dem Origin, den wir hatten, also an dem Nullpunkt, den wir vorhin gesetzt haben. Und da können wir doch auch jetzt schon mal echt gut was reinhauen. Und lass uns doch mal was reinhauen. Und zwar, um zu testen, ob das auch gut funktioniert, suche ich mir eine Shape 3D, setze die auf Cube und füge das hier in die Merge 3D ein. Und du siehst, den Cube hat es hier hinten eingefügt und den schiebe ich einfach mal irgendwo hinten hin, da wo ich denke, könnte er gut hinter dem Turm rauskommen. Und wir schauen uns das mal im Kameratracker an. Und damit siehst du, bewegt sich unser Würfel auch in der 3D-Szene mit. So, und wenn mein Cube sich gut mit der ganzen 3D-Szene mitbewegt, dann kann ich den auch deleten und jetzt auch was Richtiges machen. Einen 3D-Title zum Beispiel reinziehen oder ich hole mir eine Image Plane 3D und meine Brush-Titles, die man zum Beispiel auch super für so einen Title-Opener nutzen kann. Und das wird dann mein 3D-Title, den ich jetzt hier einbauen möchte. Und wenn ich den einbauen möchte, dann kann ich ganz einfach eine Imageplane 3D hier reinziehen, das mit der Imageplane verbinden und diese in meine 3D-Szene ziehen. Und jetzt kann ich einfach die Imageplane anklicken und die in 3D positionieren, da wo ich es haben möchte. Und das mache ich am besten anhand meiner Point Cloud und richte die so aus, wie ich es brauche. Und kann dann natürlich unter Transform noch die Scale hochnehmen. Und habe dann quasi eine Image Plane, mit der ich dann quasi arbeiten kann. So, ich hau hier jetzt mal noch kurz schnell einen Text rein, damit du sehen kannst, wie einfach es ist, so einen coolen 3D-getrackten Titel hier einzubauen. Also ich suche mir ganz einfach noch eine Bitmap-Node raus und einen Text. Und verbinde die neue Bitmap in die andere. In der neuen Bitmap möchten wir das Ganze auf Subtract stellen, da der Text ja von unserer Original Bitmap abgezogen werden soll. So, jetzt haben wir quasi einen Text, der transparent ist und der quasi sich mit der 3D-Szene mitbewegt. So, und wenn uns das so gefällt, wie wir es haben, dann können wir ganz einfach das gesamte Ding von dem Kameratracker-Renderer in den Media-Output verbinden und dann ist das auch das, was an unsere Szene gesendet wird. Aber bevor du jetzt sofort zurückspringst, möchtest du auf jeden Fall hier noch die Ground Plane deaktivieren, weil die sehen wir hier nämlich noch ziemlich gut. Also einfach Steuerung P mit der angewählten Ground Plane drücken und damit deaktiviert es die. Achso, und apropos
anwählen und aktivieren. Wenn du irgendwann mal die Lust hast, die Point Cloud mit in deinen Render reinzubringen, dann klickst du einfach auf Point Cloud und kannst hier Make Renderable anklicken und natürlich auch noch die Size Up cranken, wenn du die Punkte haben möchtest. Okay, aber was ist, wenn wir jetzt etwas masken wollen? Das können wir jetzt gar nicht. Denn wie du siehst, ist der Kamera-Track-Renderer ein kombinierter Render. Nämlich aus der Kameraprojektion, die wir hier haben in 3D und dem, was wir da reinbauen. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Ellipse reinziehen und das in die Maske einbinden, dann sehen wir, haben wir etwas gemaskt, aber das ist das gesamte Bild. Wenn du das jetzt richtig stellen möchtest, dann möchtest du zuallererst das vom Media Out entfernen und dein Media In wieder in den Media Out verbinden. Dann möchtest du dir eine Merge Node hier reinziehen und dann möchtest du diese 3D-Kamera-Projektion von dem Media-In entfernen, weil dann wird es zu einer ganz normalen 3D-Kamera und jetzt können wir unsere Ellipse da masken, wo wir das Ganze haben wollen. Und das können wir dann natürlich in die Merge reinverbinden. Und da ich hier meinen Text hinter dem 3D-Turm habe, möchte ich auch eine Maske an den 3D-Turm anpositionieren. Und das habe ich hier schon mal vorbereitet und kann das ganz einfach in den 3D-Kamera-Tracker einfügen und im Kamera-Tracker das Ganze invertieren jetzt für meinen Fall. Und damit haben wir das Ganze doch richtig schön gemaskt. Tja, und damit haben wir einen 3D-getrackten Titel für unsere Szene. Und wenn dir das jetzt zu schnell ging, dann schau dir doch mal den gesamten Videokurs 3D-Grundlagen für Anfänger für Fusion an. Eine Playlist habe ich dir hier verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier, wünsche dir viel Spaß und wir machen in den nächsten Tutorials noch viel mehr coole Sachen in 3D. Bis dahin, ciao!